Hi Leute und herzlich willkommen bei Hibbeli TV. Heute gibt es den zweiten Teil zu dem Lost Place des alten Sägewerkes. Den Link zu Teil 1 findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Diese Woche geht es wieder interessant weiter mit verschiedenen Werkstätten, einer eigenen Schreinerei und ein Stockwerk tiefer in die Maschinenräume. Wobei der LP an manchen Stellen so aussieht, als wenn gerade noch ein Arbeiter an den Maschinen gestanden hat. Also kommt mit auf die heutige Erkundungstour und jetzt viel Spaß mit dem Video. Steht noch ein alter Container. Hier hat man den Aufzug noch von der anderen Seite. Und das ist bestimmt so ein alter Elektromotor hier, mit dem das Ganze angetrieben wurde. Hier oben hat man noch die alten Riemen. Und da war hier bestimmt irgendwo befestigt. Hat das ganze System dann angetrieben. Könnte ich mir vorstellen. Und das ist bestimmt die Schlosserei hier, ja. Ja, noch irgendein altes Gerät. Presse, Maschine, irgendwas. Ziemlich geil. Was ist das denn hier noch? Drehmaschine oder sowas, hä? Zum Fräsen oder so? Boah. Dass das alles noch hier drin steht, ja. Schon echt cool. Ah, das ist bestimmt der Maschinenraum. Guck, ja. Hier hat man noch so eine große Umlenkrolle. Und dann ging das bestimmt hier raus, der Riemen. Und hier drüben rein. Und hier stehen bestimmt... Oh, ja. Alter, ist das geil. Eine kleine Brücke. Oh mein Gott. Was ist das für ein Tunnel? Ist das geil? Und wir haben keine Kletterausrüstung mit. Aber wir müssen jetzt erstmal bei dem Objekt bleiben hier, bevor wir das nächste erkunden. Also der coole Übergang. Ja, ne, ist cool. Hier geht's auch noch hoch. Eine Treppe. Hier sind dann die Riemen durchgelaufen, hier von der Maschine. Hier rein. Und dann oben drüber und dann in das Sägewerk rein. Das kann sein, ja. Wenn da unten dieser Fluss lang geht. Ganz früher. Aber hier, das ist bestimmt ein Motor, ja. Ein großer. Hier drin. Irgendeine Welle. Sieht man aber nichts. Also dieser Tunnel hier runter, ja, das kann schon sein, dass das früher Anbindung ans Wasser und mit Wasserkraft betrieben wurde, ganz früher. Ist plausibel. Und dadurch geht hier wie unterirdischen Fluss lang. Aber ist schon interessant, ja. Aber leider sehr tief. Da müsste man eigentlich schon fast mal reingucken. Ne? Vielleicht finden wir ja noch irgendwo einen Zugang. Jetzt gehe ich erstmal die Treppe hier hoch. Und hier, das war bestimmt mal wie noch so eine kleine Werkstatt hier. Auch alles über Riemen eingetrieben. Hier noch ein alter Schleifbock. Denke ich mal. Oh, ist ganz schön schwer. Hier noch solche alten, bestimmt so Schmiermittelfässer. Oder, nee, wisst ihr, was das ist? Das ist ein alter Löschkanister. Alte Feuerlöscher von früher. Na eben. Hier ist Wasser drinne. Dann konnten wir pumpen und irgendwas löschen. Boah, richtig geil. Das war bestimmt mal wie eine alte Schreinerei hier noch. Es kann schon sein, dass die hier auch Möbel hergestellt haben oder so. Aber hier müssen wir aufpassen, hier ist alles eingebrochen. Schaut mal hier. Eine alte Trage. Aber richtig alte noch. Ist ja fett. Geht's hier hinten noch hin? Ja, aber die haben wir ja bestimmt Möbel hergestellt. Noch so ein Schrank. Hier so Werkbänke. Alles wie gerade verlassen, ja. Cool. Und das war bestimmt das Materiallager hier. Echt eine Hammer-Location, ja. Sieht man nicht oft.
Klar, hier noch die alten Nägel, Werkbänke, Kreissägentisch, alles da. Hier noch eine alte, Alter, das ist eine alte Seilmaschine. Die haben sich hier selber Seil hergestellt. Schau mal, eine alte Seildrehmaschine. Ist das fett. Hammer. Hält auch noch. Alles aus diesem alten Holzwollenzeug gemacht. Dann haben die sich selber Strick gedreht. Schöne Naturschmuck. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das eigentlich richtig coole ist, dass die ganzen Maschinen und so alles über dieses Hauptsystem angetrieben werden, mit den Riemen, ja. Das ist doch mal richtig cool, oder? Ja, das ist so wie es halt früher war, ja, ist schon klar, aber. Aber ich finde das richtig geil. Das war bestimmt mal hier so ein Druckkessel oder sowas. Konnte sie zuschrauben, Druck drauf geben. Für irgendwas imprägnieren oder so. Ne? Imprägnierkessel. Hier geht's nochmal hoch. Aber hier ist eingebrochen, ne? Ziemlich. Oh, das ist ja nochmal geil. Eine Werkstatt. Das war bestimmt von der Schlosser. Guck mal, hier liegen noch solche Schleifsteine rum. Das ist ein Wasserschleifstein. Kannst du wieder draus trinken, ne? Kleiner Sanitätsraum. Hier steht auch noch eine Maschine drin. Oh, hier ist er. Was ist das denn? Hier ist dieser Kanal. Alter, schaut euch das mal an. Hier haben wir es. Hier ist dieser Wasserkanal. Seht ihr das? Und hier runter ist bestimmt. Jetzt dann bestimmt runter. Hier fließt das Wasser. Guck mal, ob ich das mal ein bisschen näher reinkriege hier. Da hinten. Und hier konnte man das sicherlich stauen. Echt Hammer. Das ist der Wasserkanal. Ja. Ja. Geht's dann runter. Aber selbst hier die alte Werkstatt noch. Jetzt muss ich mein Netz durch gleich rein. Ja, mach das mal. Schaut mal hier. Hier ist das, die alten Sägeblätter noch. Das Lager. So sahen die mal aus. Ganz schöne Oschis. Die waren hier gelagert bestimmt. Als Ersatzteil. Echt cool. Hier ist der große Schornstein, den man von außen sieht. Oh, guck mal, hier eine kleine Schmiede. Ist ja cool. Eigenen Schmied haben sie eigentlich auch noch gehabt. Hier ist noch ein Lager. Was ist denn das hier? Ist der Ascheschacht hier bestimmt. Ja. Aber die Schmiede ist cool. Hier geht's noch eine Etage tiefer. Hier ist eine Etage rüber. Ah, das ist bestimmt bloß ein Lagerraum. Hm? Kann ich hier drauf gehen? Weil es eingebrochen. Ah, nochmal Werkstatt gewesen früher hier. Drüben steht noch eine Werkbank. Aber es ist schon viel eingebrochen. Ah, hier sind auch noch alles voll mit Maschinen, ey. Hier noch eine alte Bohrmaschine. Was das hier für eine Maschine ist, weiß ich auch nicht. Das ist eine alte Säge. Denke ich mal. Ja. Ach, jetzt sind wir wieder hier von hinten, guck. Ja. Das ist wieder die große Fertigungshalle, wo wir am Anfang waren. Gehen wir halt nochmal oben dort raus in dieses scheunenartige Gebäude. Hä? Hier ist noch so eine offene Stelle. Oh mein Gott. Das sind mal ein Haufen Gasflaschen, ja. Wahnsinn. Unter die Decke gestapelt.
NO2, was ist ein NO2? Das ist doch zum Spaßen, ne, oder? Ich weiß nicht. Hier geht's nochmal runter. Was das hier unten ist. Das sind bestimmt alles solche alten Druckleitungen, womit die Sägespäne rausblasen konnten oder absaugen konnten, denke ich mal. Und hier sieht man noch schön, das war bestimmt die Verladestation hier. Diese ganzen Gleise auf dem Boden, hier noch der Wagen. Die haben hier bestimmt auch Feuerholz gemacht, hier ist bestimmt Brennholz drin. Nee, ne? Aber hier wurden bestimmt dann die Wegen gelagert. Und hier bestimmt irgendeine Ladezone früher gewesen. Naja, gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Hier geht es auch noch hoch. Von der Location hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, falls euch dieses kleine Lost Place Filmchen viel von dem alten Sägewerk gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Filmchen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.